Guten Morgen. Ich grüße euch. Ein letzter Morgen in Marrakesch. Heute geht die Reise weiter. Ach, Etty, du bist ein Bella. Ein Bello bist du. Komm hier, Bello. Ja, wir haben 7:30 gleich. Gott, Gott. Lange Schlaf, weil es ist schon hell draußen. Normalerweise, wenn ich die Morgenrunde mache, dann ist es noch dunkel draußen. Deswegen nehme ich die Kamera nicht mit. Ich werde die Gunst der Stunde nutzen. Ich bin irgendwie verrotzt ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, bezahlt hatten wir vor ein paar Tagen schon. Wir hatten ja nochmal 2 Tage verlängert. Hier ist die Rezeption. Also das hier war definitiv der schönste Platz in ganz Marokko, den wir angefahren sind. Also jetzt nicht sofort wieder hacken und hauen. Für uns war das der schönste Platz hier. Ich weiß, es gibt vielleicht noch andere schöne. Aber hier haben wir uns echt wohl gefühlt. Schöne Sicht heute, auch die Berge da hinten. Aber sehr gut sehen. Ich war sehr oft sehr diesig hier. Komm, wir gehen wieder zurück. Und heute ist wirklich schöne frische Luft, schönes Lüftchen. Er sagt was. Er muss ein bisschen Zeitung lesen. Hat einer hingepischert. Muss er einmal schnuppern. Ja, gleich geht's los. Wir packen zusammen alles. Wollen Brote schmieren noch ein bisschen. Ich habe ja gestern schon ein bisschen Reis und sowas alles für die Mama und für Calvino gemacht. Ich jetzt unterwegs sowas nicht, weil das ein bisschen schwer zu handeln ist. Ich Reis mit Linsen, Gyros habe ich angebraten. Tofu habe ich angebraten, nur ganz kleine Würfel, das isst der Calvino sehr gerne. Avocado dazu, Zwiebeln, Petersilie. Und für mich mache ich Leberwurstbrot, da habe ich außer Fruch und Kidneybohnen. Habe ich mir so eine Pfälzer Art Leberwurst wieder gemacht. Die kennt ihr schon, da habe ich das Rezept mit euch hier schon mal geteilt. Das mache ich nur aufs Brot nachher einfach und das gibt es dann auf die Hand. Heute fahren wir aber auch nicht so lange, da ist glaube ich 300, 400 Kilometer bis nach Casablanca. Ja, knapp 300, immerhin 4-5 Stunden sind wir da, fahren dann ganz gemütlich hin. Sorry, morgen geht es dann weiter. Jetzt werde ich glaube erstmal in Ruhe duschen gehen hier. Ja, richtig geile Duschen, schön heiß, wenn man so früh geht, ist man auch relativ alleine. Und dann werden wir mal packen und rödeln, dann werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Wenn ich es nicht vergesse, ich bin immer so im Wahn, Würmerschloss, fertig die Sachen. Und dann, ja, bin ich gespannt. Wir fahren ja wahrscheinlich heute auf dem Platz, wo wir schon mal waren, auf dem Hinweg. Nur noch für eine Nacht. Morgen geht es dann ganz früh los, haben wir gesagt. Ich habe das gesagt, damit wir die Fähre kriegen. Dann haben wir gesagt, morgen ist Sonntag. Ja, und dann sind wir schon morgen Abend wahrscheinlich wieder beim Carlos in Algeciras. Ich hoffe, dass alles klappt. Alles gepackt. Wohnwagen zu. Den Haken noch vergessen. Und dann Müllhaken. Da hängen wir unsere Müllbeutel auf. Wenn wir ihn auf dem Boden stehen hätten, ihr wisst schon, wer ich da dran laben würde. Auto ist gepackt, voller Fresse rein. Mama hat eine Wärmflasche, die hat ihre, für unterwegs nimmt sie die mit. Jetzt kurbel ich hier ein bisschen, damit angekuppelt und dann geht's los auf Richtung Casablanca. Aber der große Huckel kommt jetzt noch. Außerhalb vom Camp. Der ist schlimmer. Hm.
muss er ganz links fahren. Puh. Schön geregnet, das war richtig toll. Ich muss wieder Poppes. Wir fahren hier an der Grenze. Zu dem Schwatzen, die hat gerade seine Mutti hier rausgelassen, die ist hier ausgestiegen. Und einfach hier auf der Autobahn. Ganz normal. Ja, und wir haben Planänderungen wieder. Was sonst Neues bei uns. Wir fahren jetzt bis zur Fähre durch und hoffen, dass wir die heute Abend noch kriegen um 22 Uhr. Boah, Schlagloch des Todes, meine Güte. Da war ein richtiges Loch, da war schon kein Schlagloch, das war Tunnel nach China. Möchtest du wissen, was Muchel bedeutet? Nein. So, wir haben gleich 16 Uhr. Die Fähre fährt um 19 und um 22 Uhr. Wir fahren jetzt definitiv heute noch raus. Und wir geben Hackengas. Wir haben gerade noch mal ein bisschen Geld abgehoben, weil wir die letzten Jahre haben jetzt hier für, sag mal schnell, für Maut und sowas ausgegeben haben. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt mit 20 Euro, die wir abgeholt haben, oder 200, die haben wir, das sind ja nur 18,90 Euro oder so, dass wir damit hinkommen. Wir sind gespannt, auch ob wir die Fähre kriegen. Ah, oh, ist das aufregend, alles bekloppt mit uns. Wenigstens ist es trocken, das Wetter ist okay, es ist trocken, bewölkt. Und wir hoffen, dass wir heute Abend bei Carlos auf dem Parkplatz stehen und da einfach nächtigen können. Wir haben uns jetzt gerade noch halber bis kurz hier Energie noch geholt. Hätte ich gewusst, dass hier 2 Euro kosten, die Flying Horse. Hätte ich mir Red Bull geholt, aber die sollen wohl auch so schmecken. Die schmecken echt wie Red Bull, nur nicht so süß. Ja, wir gucken mal. Auf geht's, bis später. So, Endspurt. Halbe Stunde, bis die Fähre fährt, wenn wir ankommen. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Wir werden wohl die Nacht am Abend verbringen. Aber ich bin da positiv dran. Vielleicht mehr Glück. Es ist nicht viel los, wir werden schon durchgejüchselt. Ich bin gespannt. Mann, das ist eine Aufregung. Wir sind echt gut durchgekommen. Die Straßen auf der Seite von Marokko sind echt pornös. Wirklich geil. Jetzt müssen wir wieder bezahlen. 30, die haben, 100 haben wir jetzt noch. Und wir haben mit dem Geld sind wir jetzt gut hingekommen. 148 musst du bezahlen, jetzt für die Strecke von Casablanca nach hier hin. Und das ist ungefähr 13 Euro. Ja. 100 haben wir, ja gut, die letzte große Strecke jetzt. Also knapp 22 Euro als die Maut. Ja. Wir gucken mal, was wir schaffen. Das Wetter ist muggelig, 10 Grad weniger als in Marrakesch. Und ja, drückt mal die Daumen, dass wir noch die Fähre kriegen. Hallihalloa Löhle. Ja, wir haben es natürlich nicht geschafft. Das war Boarding war zu Ende, die 22 Uhr Fähre ist abgesagt worden und jetzt haben wir alles hingestellt, abgestellt und jetzt fahre ich hier nochmal eben gucken und Kalle ist mitgekommen, dass wir hier noch Wasser kriegen. Wir haben nämlich nur noch eine Gallone gehabt und 3 Flaschen und morgen ist Sonntag in Spanien, auch hier in Marokko natürlich. Und ja, wir gucken, dass wir jetzt so ein bisschen was kriegen, damit wir bis Montag mit Wasser versorgt sind. Haben wir noch 100 Dirham und ja, dann sind wir jetzt nochmal losgejuxelt. Rechts von uns ist der Hafen und hier links ist uns Drip, da kriegst du alles Mögliche. Vom Hühnerkopf bis zum Wäschefabrikanten, Eimer, Fleisch, alles. Palim, palim. Jawohl, ihr Lieben, an dieser Stelle verabscheue ich mich wiedermals. Ich verabschiede mich. Danke fürs Mitkommen.
Vielleicht werden wir uns einen ruhigen machen. Entschuldige, ich habe ein bisschen Husten und Schnupfen. War wahrscheinlich Reisestress. Ja. Habt einen tollen Abend. Wir sehen uns morgen, wenn es wieder ganz früh losgeht. Und heißt Viva España. Spanien, wir kommen. Meine Güte, ist hier was los. Wir haben uns wieder ein bisschen betuppt, aber jetzt sind die letzten 12 Euro auch noch weg. In dir haben wir jetzt zwei große Gallonen Wasser, vier, obwohl das geht eigentlich von dem Preis. Das waren 3 Kilo Bananen, die wir noch mitgenommen haben. Tüte Ketchup, 3 riesige Fladenbrote, 4 mal Wasser. Also das sind 2 Liter Flaschen und 2 große Gallonen. Und haben dafür jetzt, ja, das war ja 121 Dirham und so umgerechnet ungefähr, ja, knapp 11 Euro. Aber so brauchen wir morgen in Spanien nicht gucken, wir haben genug Wasser und jetzt geht's zurück. Und das wollte ich nochmal eben anwerfen. Die waren sehr nett, aber auch ein bisschen reserviert. Naja. Jetzt aber, ihr Lieben, habt einen schönen Abend, bis morgen, ahoi. Ich bin schon 3-mal verabschiedet, aber egal, ich zeige euch jetzt so ein bisschen hier vom Hafen. Haben wir jetzt angekommen, ich habe geguckt, es hat so geregnet unterwegs, es ist alles trocken im Wohnwagen. Toi, 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 auf Holz geklopft und 3-mal schwarzer Ohrenpeter. Ah, hier ist der Hafen. Ja, morgen früh nehmen wir die erste, nicht die erste, die erste ist um 1, dann um 7, dann um 11. Ich denke mal, die um 11 wird es werden. Ganz entspannt. Dann essen wir morgen in Spanien, wenn wir dann... Etti, geh! Hör jetzt hier auf mit Scheiße essen oder irgendein Mist. Dann werden wir irgendwo was essen in Spanien bei Burger King oder so. Und dann ja, geht die Reise nach Utriel. Don Cactus, Camping Don Cactus. Ihr kennt das noch. Da kennen wir uns aus, da wissen wir, wo wir hinwollen. Da wollen wir das, ja, die Nacht verbringen. Komm hier, Homie. Ja. Mit 2 Nächte dann verbringen. Und von da aus starten wir dann durch. Meine Güte, ich glaube, das gibt heute Abend noch richtig was. Ja, das kommt richtig rüber. Richtig Arschiwolken. Naja, Etty und ich, wir gehen jetzt eine Runde. Wohnwagen ist ja abgeklebt und mit Sikaflex abgedichtet. Das ist jetzt die Härte Nummer. Franzosen, Schweizer sind gerade angekommen, Deutscher. Ja. Ach, Fernsehen läuft, wer will Millionär? Ja, naja, morgen geht's dann auf Tour. Etty, wo willst du denn hin? Da gibt's ja noch Geld. Komm, wir brauchen kein Geld mehr, kann man gar nicht. Komm, wir gehen hier lang. Da hinten ist ein schöner Schriftzug in den Bergen. Da ist der Hafen, da ist die letzte Fähre, die wir noch hätten kriegen können. Die reißt gleich ab. Ja, die ist um halb, steht hier auf Termin. Da waren wir leider zu spät für. Ich denke mal, eine gute halbe Stunde waren wir zu spät. Etty, ich laufe da nicht hin mit dir. Komm, wir gehen hier. Komm. Ja. Jedenfalls sind wir hier gut bewacht. Das kostet nichts. Wobei, das wäre auch egal, wenn es das 50 Euro kostet. Das war scheißegal. Hauptsache, wir können hier schön stehen. Wir stehen gerade. Die Pulschang ist an. Die Gaspulle war leer, die spanische. Die hat jetzt echt 3 Kilo, hat jetzt die 3 Wochen gereicht, die wir hier waren. Da holen wir uns auch in Spanien eine neue nochmal. Egal. Naja, es ist wirklich schön, wenn es nicht dieser Fisselregen wäre. Aber heute Nacht soll es eigentlich trocken bleiben. Aber naja, ne, komm, Etty. Nicht, dass hier noch Gift liegt irgendwo. Weil hier sind auch keine wilden Hunde. Naja, ich weiß es nicht. So, wir gehen gleich zurück. Wir laufen jetzt da hinten nochmal rum, gucken uns das alles ein bisschen an, das Spektakel. Und dann aber wirklich, ihr Lieben. Das wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Das ist ja echt schön gemacht. Es wird eine stürmische Nacht, denke ich, weil es sehr windig sieht aus. Aber die letzten 3 Wochen an der Wind war mehr gewohnt. So, jetzt gibt es gleich Futter von der Mutter. Gibt noch Brote von der Fahrt und Nudelsüppchen. Nochmal den Herd angeschmissen. Und dann, ja. Ach, da hinten ist ja auch was. Ich gehe mal gucken, was da noch gibt. Aber von euch verabschiede ich mich für heute. Jetzt wirklich. Bis morgen auf der Fähre. Ahoi.